Bonbon. Meine Kinder, wie geht's euch? So sehe ich ein bisschen gewesen aus. Because I am. Girl, please. Was machen wir heute? Heute rekreieren wir einen iconic, legendary Rafa's Plastic Life Look, der typisch zwischen 2018 bis 2020 ungefähr. Wir werden zusammen ein paar Videos von mir wieder durchgucken. Ich werde meine pinke Wig rausnehmen. Wir werden ein typisches Rafa Make-up damals machen. I was looking busted. Mein Gesicht war like... Ich habe jetzt seit ein paar Jahren gar nichts mehr gemacht. Und das sieht man, ich sehe aus wie eine Ledercouch. Ah! Selbstverständlich als erste und wichtigste ist, meine pinke Haare zu finden. Where are the hairs? In der Gästetoilette. In diese Schublade? No. In diese Schublade? No. In diese Schublade? Ja, in eine Christian Louboutin-Schachtel. Da haben wir Marisa. Ich hatte extra für etwas ganz Besonderes eine geile Frisur machen lassen. But now she looks crusty. Oh, she was gorgeous. But now she looks crust. Ich kann nicht mehr. Girl. It's time to wash her up. Also, this is for Sean. Ich könnte diese Wig actually als Hut benutzen. Ich bin durch. Oh mein Gott, der Hall. Period. Done. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und kommentieren und like. Habe ich jemals eine Wig gestylt? Alleine? No. Aber für euch mache ich das. Ob ich das kann, ist etwas anderes. Boah, diese Haare fühlen sich so weich. Wow, guck mal, wie schön. Oh mein Gott. Jetzt kannst du ein bisschen hier chillen. Und jetzt machen wir mein Gesicht davor. Dann stylen wir diese Scheiße so, das habe ich dann eine halbe Ewigkeit. Step Nummer 2, Gesichtsreinigung. Stop right there! In diesem Step möchte ich mich schon bald bei dem heutigen Sponsor von dem Beauty bedanken! Uncorrupted Beauty! And that's one period. Der erste Produkt, den ich benutze, ist diese Rosenwasser-Tonik. Das Produkt ist in einem Glascontainer. Cruelty free, vegan und ist made in Italy. Oh Gott, das riecht so gut. Als nächstes gehe ich mit dieser High Energy Eye Lift in meinen Augenbereich. Das ist so ein schönen dicken Öl einfach. Das gibt man sich einfach in den Augenpartie. Very luxurious. Als Step 3 nehme ich diese Anti-Gravity Youth Creme. Ui, das fühlt sich actually voll gut an. I'm not joking, bitch. Als letztes werde ich diese Big Booster Daily SPF 50 Plus Sonnencreme auftragen. And never in my life habe ich eine Sonnencreme gehabt, die so edel riecht. Girl, ich habe sie gerade aufgetragen. Where is she? Und den Duft edel. Und zum Schluss noch wichtig zu erwähnen ist, dass Uncorrupted Beauty eine Mitgliedschaftswebseite ist, die aber keine Abo-Falle ist, sondern bei dieser Mitgliedschaft kostet der erste Monat nur 1 Euro. Ein Euro kostet das. Ist jederzeit kündbar. Ihr könnt die Mitgliedschaft machen. 1 Euro kostet das. Ihr könnt Produkte bestellen, die 18 anstatt 70 Euro zum Beispiel kosten. Ihr könnt das Ganze probieren. Und wenn ihr sagt, nein, diese Website ist gar nichts für mich, ihr könnt das jederzeit kündigen. Deswegen geht bitte auf www.uncorruptedbeauty.com und mit dem Code RAFA bekommt ihr zusätzlich auf alles das noch 5% Rabatt. Okay? Okay? Viel Spaß, bye, weiter mit das Video. Mua. Also, wenn man an Miss Plastic denkt, man denkt meistens an Pink. Aber vom Make-up her, mein Gott, Queen. Gorgeous. Vom Make-up her damals, in 2017, 18 oder whatever. Girl, what the hell is this? Was ist das für ein Gesicht? Ich bin sofort angepisst. Manchmal, ich wünschte, ich wäre blind. Ich war so dumm mit meinen Liedern. Ich müsste mehr Lieder machen, actually. Das mit dem Ventilator.
Weil er wie dumm ich war. When he says you look pretty with no makeup. The fuck you lashes. Oh mein Gott, actually, ich sollte diese Lashes wieder machen. Das ist das Make-up, das wir machen. Alright, ich würde sagen, wir haben das Make-up, das wir recreaten werden. Wie kreativ ich war. Was ist mit mir falsch? Ich würde sagen, wir fangen zuerst mit der Base an, weil damals habe ich sehr starke Kontur gemacht. Mache ich immer noch, aber kein Blush. Auf die Augenbrauen ein Balken, aber auf das kommen wir eh gleich. Damals habe ich immer Huda Beauty benutzt und ich benutze immer noch Hura Buri. Ui. Ich benutze die Farbe 130. Panna Cotta. Da, 220 Custard. Girl, verpiss dich. Du kannst nicht immer frech sein. Betonieren das Gesicht wie damals. Betonation. Ich bin ein bisschen in Stress, da ich um fucking 12 Uhr meine Psychiaterin habe. Wieso sind wir so durch, dass wir unser Leben, also ihr denkt oder so, dass YouTuber eh den ganzen Tag nichts machen, aber meistens, ich kann nicht mal atmen im Tag. Step number 2, Concealer. In die Farbe Geist, in die Farbe Tod. Damals war eine von meinen Lieblings-Catchphrases. Seitdem, ich gehe ein bisschen öfters in die Sonne, muss ich euch sagen. Weil damals, ich erinnere mich, die Huda Beauty Foundation, die ich benutzt habe, war wortwörtlich die Farbe Geist. Der Name war auch Geist. Aber seitdem, wir sind schon ein bisschen bräuner geworden. Ein bisschen so, wir lassen die Sonne in unserem Leben drin. Eine Sache, die ich momentan super, super gerne mache, ist, wenn ich den Concealer verblende, dass ich halt vor allem in der Nähe... Vor allem in der Nähe von den Augen, dass ich das halt sehr wenig verblende in der Mitte und halt sehr, sehr breit. Shine bright like a diamond. I just to be happy. Ich sette den Anfang, dass es einfach weiß bleibt. Weil dann hast du Licht, verstehst du? Licht. Als Step Nummer Leck mich am Arsch haben wir diese Fenty Booty. Contour. Davor habe ich den Contour recht tief geballert. Seit kurzem ballere ich das viel höher. I don't know, not me trying to be a Make-up-Guru. James Chihuahua einfach. James Chihuahua, Trisha Potatoes und Jeffrey Refrigerator. Einfach schockade, schockade. Was ich damals kaum benutzt habe, ist einfach Blush. PS, der schminkt sich auch in die Küche. Bin ich die Einzige? Love mich in die Küche zu schminken. Ich habe seit viele, viele Jahren kein Filler mehr gemacht. Meine Lippen habe ich seit mindestens 2 Jahren nicht mehr angefasst. Mindestens. Meine Wangen genau gleich. Ich nehme keine Hormone mehr. Mein Gott, sind 5 Monate jetzt. I feel amazing. Ich fühle mich so gut. Am I rough as natural life? 5 minutes later. Oh. Okay. Stopp, du! Was ist in mein Auge drin gewesen? Von einer Sekunde zu der anderen mein ganzes Auge geht am Arsch. Und von einer Sekunde zu der anderen mein Auge ist komplett rot. Ich bin eh schon ein bisschen in Stress, habe ich euch eh schon gesagt, weil ich meine scheiß Therapeutin gleich habe. Sie soll mich nicht auf den Piss gehen. Boah, es gibt Tage, wie gesagt, ich bin so entspannt. Und Tage, wo ich nicht mal wirklich essen kann. Und das macht mich so wütend, weil ich bin wütend auf niemand anderem, of course, außer als auf mich. Weil ich bin diejenige, wo ihre Scheiß ein bisschen in den Griff kriegen sollte. Obwohl ich mich bemühe, ja. Der ganze Make-up hat sich verschoben, this I love. Wow. Vor kurzem habe ich mit einem Typ geschrieben, die mir aber direkt auf den Piss gegangen ist. Und dann, er schreibt einfach, fand ich sehr, sehr lustig, er schreibt einfach, für mich, das ist eine Red Flag, was ich gemacht hatte, keine Ahnung. Ich denke, ich habe ihn direkt gelöscht, because er hat mir gar nichts gegeben, he was giving nothing. Und dann, er schreibt mir auf Instagram, er hat mich auf Instagram gesucht und auf Instagram gefunden und mir auf Instagram geschrieben, dass er fand, das, was ich gemacht habe, eine Red Flag. Und er hat das Gefühl, dass er mit mir in einer Beziehung immer so aufpassen müsste, was er sagt oder was er tut, und dass die Beziehung perfekt sein müsste wie Make-up. Ich schwöre, straight people should never laugh. Also auf den Augen habe ich gar keine Farbe gehabt. Ich habe einfach nur Lashes drauf gehabt und ein leichter Eyeliner. Ich werde kein Lidschatten drauf ballen. Ich benutze einfach ein bisschen von der Mineralpuder. Einfach durchsichtiges Puder. Und wir setten einfach meine Augen. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich. Ich finde keinen roten Lippenstift in meinem fucking Haus. Ich habe überall in jeder Tasche gesucht, in jedem Koffer. Ich habe in jeder Schublade gesucht. Ich finde keinen roten Lippenstift. Wir machen jetzt pinke Lippenstift.
denke, das wird geil aussehen. Jetzt, dass ich fertig mit der Psychiaterin bin, ich mache mir was zu essen. Ich gucke ein bisschen Netflix, Selling Sunset, Selling Back Rolls. Ui. So, jetzt nach dem Mittagessen ballen wir die Haare. Hola! Mein Gott, bei uns Wetter, Donnerwetter. Wow. Wir sind jetzt wieder bei der Küche. Meine Haare sind done. Das Einzige, was fehlt, sind die Lashes. Und ich würde sagen, ich möchte die Lashes ein bisschen größer vielleicht als letztes Mal machen. Und wir werden schreiben, für dann statt fuck you, fuck off. Fuck off, Rachel. No, nicht der F kaputt machen. Okay, jetzt ich bin sehr gespannt, wie ich diese harten Karton auf mein fucking Auge kleben kann. Oh. Habt ihr gewusst, dass Rojan ein You're so stupid. Du rückst schon wieder, weil du den Mund aufgemacht hast. Was ein Hund. Heule, es klebt einfach. So. Du kannst das ja auch von deinem Auge abnehmen und einmal richtig knicken und dann draufkleben. Knicken? 30 Millionen Euro. La ganadora de Drag Race España bekommt ein Cocky zwischen die Beine gestellt. Wieso bleibt mit den Wimpern zu Burger King Drive-In? Wirklich, mein Video-Editor denkt, er ist lustig, ja? Denken, ich tu's. Okay, meine Kinder, wir haben in Teil 1. Also bewegen tut es sich schon. Also eine bewegt sich mehr als der andere, ja? Das ist aber actually fun geworden. Okay, ich werde jetzt die Wig auf den Kopf ballen und dann zeige ich euch das fertige Look. 5 minutes later. Ich kann nicht mehr, ich sehe wie ein Bastard aus. Was ist denn hier passiert? Ich so, wir machen einen elevated Look. Ich so... Die Haare sind voll schön geworden und ich bin voll happy mit dieser fucking Wig. Sieht actually voll geil aus. Ich habe das voll gut hingekriegt. Was denn hier passiert? Not me being Miss Plastic, all Miss Plastic. Ich sehe actually genauso abgefuckt wie damals auch. So actually, das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Fuck off! Auf jeden Fall, meine Kinder, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, diesen drecksverdammten, gottlosen Kanal zu abonnieren, because I am crazy. Ich finde, fuck off ist richtig geil geworden. Auf jeden Fall, meine Kinder, wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergiss nicht, diesen fucking Kanal zu abonnieren. Gebt einen Daumen nach oben, falls ich euch zum Lachen gebracht hat, auch für nur eine Sekunde. Guckt die Werbungen zu, because Mama braucht Cash. Ich liebe euch, ich danke euch für euren Support. Wir sehen uns beim nächsten Video. Beim nächsten Video sollte ein Makeover sein. So, ich mache irgendwas in der Wohnung. Und irgendwann, wenn ihr richtig randaliert, werde ich dann die Wohnung zeigen. Machen wir eine Wohnungstour, falls ihr überhaupt Bock habt. I love you. Ciao, ciao.